Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Und ich sehe gerade, hier stehen ein paar Soldaten rum. Finde ich ganz interessant. Gut, wir haben in letzter Zeit ein bisschen aufgerüstet, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht soll ich die mal irgendwie hier wo reinschicken oder sowas, damit die da nicht so rumstehen. Am Ende kommen wieder irgendwelche besorgniserregenden Töne da von Nachbarländern oder sowas. Also besorgte Töne, sage ich so vielleicht besser. Nun gut. Das Spiel sieht irgendwie anders aus, ne? So ein bisschen, habe ich den Eindruck, oder? Ich weiß nicht, ob sich das überträgt. Aber ich habe sonst immer auf 2K die Aufstellung gestellt. Ich habe halt runter skaliert beim Stream. Wir sind Sechster bei der Schwimmweltmeisterschaft. Das klingt doch gut. Ich habe das jetzt mal auch wieder zurückgestellt, weil wenn ich sowieso auf niedrigere Auflösung streame, direkt nativ sozusagen, weiß nicht, sagt man das so, aufnehmen. So, ja, die Industriespionage, die ist auch nicht so wichtig. So, wir sind immer noch in der Situation, dass wir hauptsächlich mal ein bisschen Zeit vergehen lassen wollen. Und ich werde wahrscheinlich auch noch, weiter die Gelegenheit nutzen, um noch weiter Schulen zu bauen, was ich auch unbedingt machen wollte. Ich ignoriere jetzt mal, dass hier jemand gestorben ist. Ich gehe sowieso immer zu den Beerdigungen hin. 10, ja genau, ich kann mittlerweile 10 bauen, außer manchmal, dann geht es auf einmal noch mehr. Achso, ich bin da über Universitäten gelandet, sorry. Ich habe mich gerade gewundert, was da los ist. So. Ich merke gerade, mein Monitor ist näher vorne als sonst. Ich werde den mal eben nach hinten schieben. Da ist die Kamera auch drauf. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus vielleicht. Ja, so kennen wir es doch eher. So. So passt das auch. Das habe ich eben vergessen. Weil ich immer, wenn ich hier F1 spiele oder sowas, dann hole ich das nochmal ran. Den Monitor. Weil, wenn man Rennsimulationen fährt, dann sollte man den Monitor möglichst nah ranholen, weil dann das Fenster an die Welt größer wird. Sozusagen, ne? Weil man sollte ja bei Rennsimulationen, ich glaube, das gilt wahrscheinlich auch für so Shooter oder sowas, wenn man das optimal betreiben möchte, das ist bestimmt ähnlich, dass man das Sichtfeld richtig einstellen muss, dass quasi es so ist, dass wenn man in den Bildschirm schaut, dass der quasi ein Fenster in die Welt ist, in der man da unterwegs ist. Und je näher das Fenster vom Gesicht ist, ne, man kennt das ja, wenn ich ein Fenster im Zimmer habe und ich stelle mich an die andere Wand des Zimmers und schaue aus dem Fenster, dann sehe ich weniger von der Welt draußen, als wenn ich direkt vors Fenster gehe und aus dem Fenster schaue. Und so ist das. Ist das bei den Monitoren dann auch, und so muss man auch das Sichtfeld einstellen. Und deswegen hole ich den Monitor immer so nah wie möglich an mein Gesicht ran, wenn ich zum Beispiel F1 spiele. Abgesehen davon lässt leider F1 nicht die richtige Sichtfeldeinstellung zu, damit es bei mir wirklich optimal ist. Und ich muss aufs Maximum gehen bei kleinem Sichtfeld, weil eigentlich das Spiel dafür ausgelegt ist, dass der Monitor wohl noch größer ist als meiner, und meiner ist gar nicht immer so klein, würde ich behaupten. Also kommt mir zumindest nicht klein vor. Ich weiß die Maße jetzt nicht auswendig. Wann ist irgendwie 27 Zoll? Ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich auch an der Zahl. Ich kann mit Zoll sowieso nichts anfangen. Also war diese Information genau wertlos. So, aber lass mich mal weiter Schulen bauen. Ich wollte mal. Also wie gesagt, ne, was ich jetzt mache, ist tatsächlich eher zweitrangig. Was heißt zweitrangig? Man muss die Sachen früher oder später machen, die ich mache bei unserem krassen Bevölkerungswachstum. Was ich meine ist, das, was mich halt am meisten reizt hier bei, quasi in diesem Spielstand, ist, ich will wissen, was passiert, wenn die Zeit weiter voranschreitet. So.
Und dafür muss Zeit vergehen, ne? Und ja, das ist halt so ein bisschen so, weil das ist das Einzige, was uns so wirklich voranbringt, ist Zeit verstreichen lassen, ne? Und das geht jetzt halt schon mit maximalem Tempo voran. Da hat man immer diese Berechnungen, die noch ewig dauern und sowas. Ich will ja immer noch hier ins Jahr 2095, ne? Aber seit ich dieses Ziel ausgegeben habe, 2095, möchte ich gern sehen und wie sich das dann entwickelt, weil da ist, dann ist unser Start, der Start unseres Babyrooms ist dann 25 Jahre her. Und die Schulpflicht liegt bei uns ja bei 25 Jahren. Und ich will wissen, wie sich das dann alles entwickelt. Was wollte ich sagen damit? Seitdem ich das gesagt habe, dass ich ins Jahr 2095 möchte, seitdem sind jetzt schon 10 oder 11 Jahre vergangen. Also, ne, wir haben schon fast die Hälfte des Weges durch, seitdem. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das her ist, leider. Das wüsste ich auch gerne nebenbei. Aber ich weiß es leider nicht. Ich müsste meinen zweiten Monitor auch mal anders ausrichten. Ich sehe nämlich ganz schlecht, wie lange die Aufnahme schon läuft, weil das vom Mikrofonständer verdeckt ist. So, jetzt sehe ich es besser. Ach ja, immer alles rumräumen, ne? Ich trainiere ja in letzter Zeit regelmäßig F1. Also man muss wirklich sagen, trainieren, weil wir fahren ja diese Koop-Saison, also Malte und ich. Und Malte hat da ja etwas mehr Erfahrung als ich, weil er ja bei den letzten Teilen auch immer mehrere Saisons da gefahren ist. Oder mindestens eine pro Spiel, glaube ich. Und halt jede Menge Multiplayer-Rennen gefahren in den letzten Jahren. Und ich habe ziemlich wenig im Verhältnis dazu F1 gespielt. Und das versuche ich ja jetzt aufzuholen, jetzt wo wir ja dieses Koop-Projekt haben, damit ich da möglichst gut dabei bin. Ich muss ja im Vorfeld immer die ganzen Strecken trainieren, weil ich ja auch ohne Ideallinie fahren will und sowas. Das heißt, ich muss dann, ne, jede Woche fahren wir zwei Strecken. Vorher trainiere ich die zwei Strecken dann, damit ich sie ohne Ideallinie fahren kann, weil ich will gerne alle Hilfen raus haben. Also ich benutze überhaupt keine Fahrhilfen dabei. Und das ist dann natürlich ziemlich viel Arbeit, sich da gut drauf vorzubereiten. Und deswegen fahre ich mittlerweile, ja, ich würde sagen, im Schnitt jeden Tag ein Rennen. Um da halt, ne, mich zu üben, dann drin. Und, ja, das heißt auch jeden Tag Monitor verschieben, damit er nah an der Kante ist, damit er nah an mir dran ist, wenn ich fahre. Und so das Ganze drum und dran. Wenn ich jetzt noch, streame, das F1 fahren, dann muss die Kamera auch umbauen, weil die kann da nicht oben auf dem Monitor drauf sein, das ist viel zu hoch, dann muss sie unter den Monitor drunter. Und so verschiedene Umbaumaßnahmen halt, ne? Ich muss meinen Fahrsimulator in Position schieben und sowas. Das ist immer schon recht aufwendig dann. Deswegen ist übrigens heute auch unter anderem der Stream so ein bisschen verspätet losgegangen, weil ich das unterschätzt habe, wie viel Aufwand das ist. Also nee, Moment, das kann man so schlecht sagen, heute kamen noch andere Sachen dazwischen, aber das ist schon passiert, dass ich dann das unterschätzt habe, wie aufwendig es ist, das alles umzumachen. So ist es schon. Naja, wie auch immer. Oh, bei uns ist der Umweltminister gestorben. Ah, das ist natürlich bedauerlich. Und was natürlich auch interessant zu sehen ist, werden wir hier noch irgendwie das bevölkerungsreichste Land der Welt werden oder sowas in der Richtung? Bei unserem krassen Bevölkerungswachstum und wir können es nicht aufhalten? Ich habe ja schon wieder versucht, ne, Maßnahmen zu ergreifen, die das bremsen. Aber ich möchte keine Maßnahmen ergreifen, die Gesundheit schädigen auch. Ne? Das ist auch so wieder ein Problem. Ich kann gerade noch mal, Moment, lass mich noch mal speichern gerade.
Ich wollte ja noch die Zahl der Soldaten und Polizisten erhöhen. Lass mich da nochmal reinschauen. Bevor ich das mache, speichere ich, weil das kann üble Reaktionen hervorrufen, wenn ich die Zahl der Soldaten erhöhe. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Deswegen möchte ich speichern. So, und zwar, okay, das sieht noch ganz gut aus. Da wird fleißig, ach so, stimmt, wir haben das Problem, dass wir hier keine Arbeitslosen mehr haben. Das habe ich ganz vergessen. Ja, komm hier. Ich verdoppel einfach nochmal. Mal gucken, was passiert. Als Reaktion darauf. Jetzt frage ich mich halt, ob man dadurch jetzt irgendwie gar nichts bekommt, sozusagen. Also, ob dann einfach gesagt wird, okay, du kannst keine Beamten einstellen, weil es keine Arbeitslosen gibt. Obwohl wir die das selbst so die Zahl runtergezogen haben. Also so ein Gefühl, was ich manchmal habe. Ich löse mal hier eben auf. Dass sobald so lange Arbeitslose da ist, kann man hier ne, grenzenlos Leute einstellen. Und wenn dann alle... Also wie soll ich sagen? Wie soll ich mich richtig ausdrücken, dass ich klar wird, was ich meine? Ich habe das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so sehr... Die Zahl der Leute, die man einstellen kann, ist nicht so sehr an die Arbeitslosenquote gekoppelt. Das heißt, wenn die Arbeitslosenquote auf 0 ist, kann man keine Leute einstellen, habe ich so das Gefühl. Ich muss das mal überprüfen, ob das wirklich so ist. Und wenn die halt bei 1 zum Beispiel, 1% ist, kann man da jede Menge Leute einstellen. So ist so mein Gefühl. Das heißt, wenn ich ganz viele Leute auf einmal einstellen will, als Beamte, und drück so die Arbeitslosigkeit auf 0, kriege ich insgesamt weniger Leute rein. Habe ich so das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob es auch so ist. Wir waren eben bei 100.000 Soldaten. Und jetzt die Frage, werden es mehr mit der Zeit? 100.000, hier steht 100.312. So, und jetzt lassen wir mal eine Weile laufen. Und dann gucke ich irgendwann nochmal 100.312, ob sich die Zahl verändert hat. Nach oben, halt, weil wir ja mehr haben wollen. Das würde mich interessieren. So, und ich will weiter Schulen bauen, würde ich sagen. Achso, Moment, dann mache ich wieder mit der Taste. Es geht schneller als scrollen anscheinend. Beziehungsweise, ich könnte vielleicht, was ist, wenn ich hier das Einrasten vom Mausrad... ich bin auch nicht so ganz zufriedenstellend, oder? Weil es müsste eigentlich flexibler sein. Hä, hey, wieso geht das nur auf 8 hoch? Wenn das doch durchdreht. Doch, jetzt. Vielleicht hat irgendwas... Ja, okay, doch, das geht schneller. Dann mache ich mit uneingerastetem Mausrad. Mache ich das jetzt. Ist auch so leise, man hört gar nichts. Ich weiß nicht, ob man mein Mausrad sonst hört. Wahrscheinlich schon. Aber jetzt höre ich das noch nicht mal mehr, weil es auch wirklich kein Geräusch mehr macht. Aber es rastet halt auch nicht ein. Es gibt keine Stufen bei dem Mausrad dann dadurch. Also, ich hatte mir ja als Ziel gesetzt, um die Zeit totzuschlagen, sozusagen. Die Wartezeit möchte ich in der Zeit 25.000 Hochschulen bauen. Also, die muss ich nicht alle an einem Stück bauen. Nur so quasi als angepeilte Zahl. Woran mache ich das fest? Habe ich gar nicht so richtig viele Gründe zu. Ich habe mir nur gedacht, ich mache einfach von jeder Schule zur nächsten immer halb so viel. So, wir haben ja 100.000 Grundschulen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Sinn ergibt, das so zu machen, so zu berechnen. Keine Ahnung. Aber ich mache das so. Oh. Mir ist gerade was aufgefallen. Muss ich nach der Folge mal beheben. Ja gut, mache ich dann.
Na, komm schon. So. Naja. So, wie viel haben wir jetzt hier? 7.661. Das ist, keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich kann mit den Zahlen. Das ist halt auch so ein Kritikpunkt, was ich an dem Spiel noch hätte. Ich kann mir unter den Zahlen nichts vorstellen. Wie viele Klassenräume haben die Schulen oder sowas? Wie viele Lehrer können dort arbeiten? Wie viele Schüler können dorthin gehen? Keine Ahnung, es sind einfach nur Zahlen. Ich meine, eine Schule, ne? Es gibt alle Schulen in allen möglichen Größen. Man kann sich darunter gar nichts vorstellen. Zumindest kann ich das nicht. Das ist so, was mache ich mit der Zahl? Achso, ich muss hier nochmal Leute entschädigen. Achso, Moment. Wie viel war das immer, was ich denen gebe? Keine Ahnung, ob das jetzt zu viel war oder ob man das machen kann. Keine Ahnung. Na, so. Aber macht halt auf jeden Fall schon mal pro Folge ein paar Monate auf jeden Fall, ne? Das heißt, die Zeit geht schon voran. Ist halt schade, dass ich nicht weiter beschleunigen kann. Das ist so ein bisschen ärgerlich darin. Und dass man halt nicht in größeren Schritten Gebäude bauen kann. Ist auch ärgerlich. Aber es waren schon mal 9 und jetzt sind es 10. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung, warum ich jetzt 10 auf einmal bauen kann, nicht mehr nur 9. Das ist halt echt nervig an diesem Spiel. Vor allem diese Limitierung, die müsste doch super einfach auszuschalten sein. Ne? Das ist so eine total unnötige Limitierung, dass man da nur so wenig auf einmal bauen kann. Bescheuert eigentlich. Jetzt sind wir aber gleich bei 8000. Jetzt sind wir bei 8000, genau. Wo haben wir heute angefangen? Irgendwas mit 6000? Es ist halt... Es geht halt kaum voran, so gefühlt. Dabei. Wenn ich mein Ziel da bei den Universitäten auch noch umsetzen will, dass ich immer von jedem Schritt halb so viel baue, wird es bei den Unis planmäßig noch länger dauern. Will ich das wirklich so durchziehen? Ist wahrscheinlich Quatsch. Aber ich weiß es nicht. Ich habe halt, wie gesagt, man kann ja nicht einschätzen, wie viel Gebäude oder wie viel Gebäude braucht man, ne? Für wie viele Leute. Keine Ahnung. Keine Chance, das zu wissen. Na gut, ich würde sagen, wir haben erstmal genug für heute gemacht.
Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.